Wir sind heute unterwegs am Laacher See. Heute an einem Sonntag. Wir haben schon viele Läufer gesehen. Und wir hören total toll die Vögelchen singen. Hört euch das mal an. Mal nach einer Empfehlung vom Karl Georg Müller, auch bekannt als der Schlenderer, aus seinem Buch Seelenwanderung in Eifel, um diesen See herum. Wir freuen uns drauf. Wir werden euch berichten. Wasser, endlich Wasser. Schaut mal, wie schön. Da wollen wir auch noch ins Kloster. Deswegen sollten wir eigentlich mal weitergehen. Aber irgendwie ist es so schön hier. Eigentlich sollte es heute regnen, aber gerade ist die Sonne rausgekommen. Da macht das noch mal viel mehr Spaß. Seht ihr die Gläschen? Das ist eine Besonderheit am Laacher See, da strömt Gas aus dem Boden. Das sind die sogenannten Mofetten. Müssen wir selber nochmal nachlesen, was da genau passiert. Interessant ist das auf jeden Fall. Was nicht so schön ist, seht ihr da. Das sieht man hier sehr oft, leider. Hier sehen wir das jetzt noch mal ganz toll. Der Gasaustritt, Kohlendioxid und auch andere Gase kommen da aus dem Boden heraus. Hat gewiss auch noch mit dieser Aktivität in früheren Jahrhunderten als Vulkan zu tun. Schon interessant. Was wollt ihr jetzt alle bei mir?
voll schöne Augen. Wir sind am Ende von einer schönen Wanderung um den Laacher See aus einem Buch vom Schlenderer. Uns hat es sehr gut gefallen. Die Natur ist einfach super. Gleich sind wir im Auto und da werden wir uns ein Pale Ale gönnen. Und den Tipp, den haben wir auch aus dem Buch. Wanderungen für die Seele durch die Eifel. Und somit verabschieden wir uns von euch. Bis zum nächsten Mal.